Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Bomber Crew. Wir fahren fort. Wir haben in der letzten Folge 2 Missionen erfolgreich absolviert und jetzt sind wir wieder in der Basis und ich guck mal gerade. Wir haben noch 1000 Kröten übrig. Ich überlege, ob wir die jetzt sparen oder ob ich mal unsere Leute upgrade. Und zwar braucht definitiv unser Mechaniker, nee, halt, der Bombenschütze. Der Bombenschütze muss ein bisschen flinker sein. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwas ist, bei den Overalls. Ich gebe mir jetzt auf jeden Fall ein leafgrünes Dingensbummens ausrüsten. So, Kopfbedeckung. Sauerstoffweste. Er macht nichts schneller. Keins macht schneller. Vollhandschuhe machen hier nichts langsamer. Gibt es doch bestimmt super schnell. Keine Schuhe. Turnschuhe, aber das haben wir auch noch nicht. Ah, oh, wir haben so wenig. Das ist halt schade eigentlich. Kopfbedeckungen. Ah, ist halt alles teuer. Gucken wir mal. Flugzeug. Da haben wir ja zuletzt bessere Rümpfe reingebaut. Besser als gar nichts. Und ich glaube, System-Upgrade kostet 3000. Ja, das hatten wir schon. Beiboot, Taube, aufblasbares Boot, halt falls wir abstürzen. 20 Überlebenschance Prozent. Ja, ich meine, was soll's. So, los geht's, nächste Mission. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier noch neu? Oh, da haben wir eine Hauptmission. Ja, das machen wir aber noch nicht. Dafür bin ich noch nicht, ach, da können wir upgraden. Zweiplatzregal, kostet aber auch alles Geld. Sauerstoff, Treibstofftanks. Ah, die sind immerhin jetzt auch da. Briefing. Nächste schwere Mission. Ist bestimmt der Flugplatz dran. Oh ja, da ist er. Wir haben uns gesträubt, aber jetzt müssen wir es machen. Und los geht's. Ich weiß, ja. Ich habe Angst. So, und abheben. Und mager. Und mittel. Hör mal auf, der, was soll's. Direkt den neuen Kurs nehmen. Das ist gut, dass wir nicht mehr die Munition nachladen müssen. Da muss ich mir überhaupt gar keine Sorgen mehr drum machen. Das war halt schon echt nervig. Komm, wir bleiben. Oh, na toll. Fängt ja gut an. Wir waren auf niedrig diesmal. Oh Mann, ey. Bin ich froh, wenn wir das sogar geupgradet haben. Wenn nämlich super viele Sachen kaputt gehen, muss man dahin gehen, um das zu reparieren. Bevor man irgendwas anderes machen kann. Das ist definitiv blöd. Komm, da geht es erstmal ins Geschütz. Ich würde ja gerne den Kartografen ins Geschütz setzen, aber der ist so wichtig, der bleibt dafür immer sitzen. Ja, im Notfall ja, aber sonst haben wir halt keinen Kurs. Das ist halt immer blöd. Ach, habe ich jetzt das 1, 2, 3, ja, nee, ist richtig, 3 Missionen haben wir absolviert. Was war das denn? Jetzt haben wir irgendwo Flieger. Da, kommen sie schon. Gut, dass wir ihn hochgesetzt haben. Dass er immer noch da steht, anstatt zurückzugehen. Oh, da kommt ein schwerer. Guck. Komm, du kriegst den. Lädt nach. Komm schon. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, schon wieder. Schon wieder die Elektronik. Muss jemand geheilt werden? Jetzt, wo wir hier gerade noch sind. Nee, okay. Da kommt wieder einer. 2, 3. Weiter zum Ziel. Wir dürfen nicht trödeln. Oh, da ist Flak. Das heißt, wir müssen bald auf Mittel. Oh ja, guck mal, wie viele Schiffe das sind. Ach, die bombardiert doch in Mittel. Guck mal, die bombardieren ja in mittlerer Höhe. Dann bleiben wir lieber hier unten. Ja, guck mal. Alter, sind das Flaggschiffe? Bom, 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 bom. Da ist es. Unser Ziel. Da. Tadel, ab in den Bombenschacht.
Ihr schafft das schon, keine Sorge. Und irgendeiner, da kommt noch unten einer. Vergisst nicht, Krümel ihre Stellung zurückzuschicken, nachdem die Aufgabe erledigt haben. Danke für die Info. Guck mal, da starten sie immer weiter. Bild machen, wollen wir das? Komm, das machen wir. Machen erstmal. Ne, Klappen bleiben auf. Ja. Oh Mann, das werde ich bereuen. So, alles klar. Linus, Mager. Ne, scheiße, wieder irgendwas kaputt gegangen. Hydraulik, gar nicht gut. Oh shit. Oh oh. Oh Gott. Boah. Oh nein, einer liegt. Oh nein, unser Radiomann. Repariere dich schneller. Komm schon. Komm schon. Haben wir eigentlich irgendein Leck? Das kann ich halt nicht sehen. Das ist das Problem. Wer liegt denn am Boden? Der Klebee. Nein! Steh auf, du schaffst das schon. Ich. So. Schnell ein bisschen Eile, Eile, Gänschen machen. Der Navigator ist ja noch da. Oh Gott, oh Gott. Komm schon! Oh Gott, unser. Oh Gott, oh Gott! Wie sieht ein Treibstoff aus? Treibstoff? Sieht gut aus. Wir haben nichts getroffen. Okay. Der Beste. Oh oh. Wir brauchen Ersatzpiloten. Irgendwann mal. Meine Güte. Ich glaube, Ersatzpilot wird Kleve, der Radio-Operator. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, weil obwohl der jetzt viel abbekommen hat. Alter, wir sind hinten ganz schön gut, dass wir uns geupgradet haben. Alter, das war schon ziemlich übel. Okay. Klebe. Tadel auch mal. Aufklärung über Funkanforderungen zum Einsatz bereit. Was macht denn nochmal Feinde anvisieren? Das war doch die Aufklärung, oder habe ich mich da getäuscht? Dass alle Feinde angeklickt werden quasi. Können wir denn eigentlich uns heilen? Komm, ich guck mal, ob Zimmermann auch dem Dingensbummens. Guck mal, jetzt ist er nicht mehr auf Mager, aber ist ja auch egal. Da ist die Stadt, da ist da der Flugplatz. Da ist er. So. Nee, macht er nicht. Na gut. Fahrwerk ausfahren. Haben wir noch alles? Gott sei Dank. Weil das kann auch schief gehen und wir haben da nicht mehr viel. Benzin ist alles gut. Mager aufgeladen. Meine Güte, das war die erste Mission. Ich glaube, die nächste Mission werden wir nicht überleben. Ich habe kaum Fallschirme. Das ist halt schade. Ich finde, das sollte irgendwie standardmäßig drin sein, aber... Alter, guck mal. Boah, die nächste Mission wird übel. Oh.
Ich glaube, den will ich nur schaffen. Feindliche Flugplatz bei Monserrato. Es sei denn, ich kann weitermachen. Ja, Feindschaden reduziert. Nächste Mission. Nächsten zwei Missionen. Das ist gut. Das muss ich unbedingt für die Hauptmission aufbrauchen. Also ich mache eine Mission und dann die Hauptmission. Optionale Aufklärungsfotos. Sehr gut. Sehr schön. Ja, das wissen wir. Automatisch markieren. Da ist es. Defensiv, defensiv, defensiv. Was? Ach, das schießt einfach rum und lenkt die ab, ne? Mager Plus. Sehr schön. Genauso muss das sein. Okay. Flammen, Curve Digital, Korken, 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 Korken. Okay. 3000. Wie wäre es, wenn wir Hydraulik upgraden? Flugzeug. Systeme. Löschsysteme. Oh, Löschsysteme. Das wäre ja auch mal was. Das wäre sogar fast wichtiger. Löschsysteme. Das hat jetzt direkt gekostet. Den Rest können wir vergessen. Alles viel zu teuer. Geschütztürme auch. Das 2000 fürs untere machen wir. Warum sieht das größer aus hier? Naja. Ich beschwere mich mal nicht. Ist auch ein bisschen schwerer. Lackierung. Sand, Aluminium, bla bla. Nase. Klassisch, Curve Digital, Runner Duck. Ja gut, das ist jetzt die langweiligsten überhaupt. Außer der hier. Es waren jetzt, eine Mission. Flügelgrafik mit Henk. Blablabla. Bla, bla. Ich glaube, ich muss mal irgendwas Tolles hier hinten dran machen. Obwohl, nein, wir lassen es so. Das ist jetzt das Aldemar-Flugzeug, das muss jetzt so bleiben. Das nächste wird anders. Gut, dann haben wir noch 70. Damit können wir nichts machen. Okay. Puh. Gut, dann gut, dann geht's in die Mission. Oh je. Okay. Ach, wir haben noch eine leichte. Pass auf. Wie wär's, wenn wir die Küstenpatrouille machen? Oder wir machen jetzt die Hauptmission. Operation Graf Zeppelin. Berichten zufolge nähert sich der feindliche Hauptflugzeugträger den Einheiten in Libyen. Rücken sie aus, leisten sie unseren angreifenden Schlachtschiffen Unterstützung. Wie lustig, ja? Das Lustigste ist, wie sie überhaupt ins Mittelmeer bekommen hätten. Aber gut, das ist ja ein Blödsinnsspiel, ja? Gut. Graf Zeppelin. Oh Mann, ey. Das wäre eine Mission. Aber zwei Missionen lang Schaden reduziert. Pass auf, wir machen die Hauptmission nächste Folge. Deswegen machen wir jetzt nochmal eine leichte. Dann haben wir nochmal ein bisschen Geld. Und dann können wir die nächste Hauptmission machen. Ja? Wenn alles funktioniert, wie wir es wollen. Es sei denn, wir stürzen jetzt in der leichten Mission ab. Das wäre natürlich äußerst tragisch. Ich muss eigentlich die Treibstofftanks auffüllen. Ja? Das ist halt eigentlich auch mega wichtig. Eigentlich müsste Zimmermann, der Sanitäter, eigentlich müsste der auch, naja, nee, eigentlich, der müsste eigentlich, Mager Plus, sehr schön. Mager Plus, schnell vorwärts. Man, die haben auch nie ihre Posten verloren hier, zurückgelassen. Ich müsste da hinten auch noch einen Medic, korrigiere Kurs. Der Bombenschacht sieht geil aus, ne? Ja, ist schon ziemlich cool. Ja, bin gespannt, ob Bomber Crew, ob die Entwickler hier noch weitermachen mit weiteren Bombern. Also, ne? Die Leute wünschen sich ja einen deutschen Bomber. Aber ich meine, da sind alle Fraktionen offen. Jeder hat da bestimmt mindestens einen Bomber, der irgendwie was taugt. So. Sollte ja wohl hier alles kein Problem sein. Und was ist jetzt los? Aha. Fotografieren lädt noch. Müssen wir halt warten. Peng, peng, peng. Sonst nichts los hier. Das ist doch sehr gut. Komm, dann machen wir jetzt den da. Mal wenigstens ein weniger. Wie gesagt, ich glaube, die Bomben können auch getroffen werden, aber die sind echt weit oben drin. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich kann mich auch täuschen. Dun, 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 dun. Sehr schön. Das ist auch mal eine angenehme Mission hier. Ich kann mir noch irgendwas fotografieren, wer weiß.
Komm, Flieger. Alle markiert. Macht's gut, ihr Lappen. Da sind noch mehr. Noch mehr. Ach, ich soll ja alle abknallen hier, ne? Boah, guck mal, da schießt er mir in den Flügel. Ah, hier ein schwerer. Wenn man meine obere Kanzel unbedingt mal besetzt, das ist halt immer blöd. Da muss ich erst mal dran gewöhnen. Natürlich eine Verschwendung, wenn der nicht dabei ist. Hehe. Bing. Sehr schön. Kurz und knackig geschafft. Wenn wir mehr Sprit haben, können wir auch mal so rumfliegen. Wäre mal cool, wenn man so Free Flight machen könnte oder so. So, dann mal volle Power, Hoshi. Turbo. Ab nach Hause. Sollte er jetzt vorbei sein. Ach so, wie die leuchten. Guck mal. Wo ist denn nochmal das? Wir brauchen schnell Treibstoff. Oh oh. Oh oh. Nee, Quatsch, ist doch voll. Wir brauchen schnell Treibstoff. Ach so, haben keinen Kurs, bla bla bla. Wo ist denn eigentlich der, eine Sache habe ich doch vergessen. Was war das denn noch? Turbo mag. Hier! Verwendung und übrig. Eins. Also ich kann das nur einmal benutzen. Und dann ist aus. Okay, das ist auch neu. Vorher war das doch öfter. Na gut. So, da müssen wir jetzt mal landen. Turbo aufgeladen. Ja. Ich weiß noch, Bomber Crew 1. Da haben sich viele, viele Let's Player haben aufgehört nach dem ersten Mal abstürzen. Weil es war schon echt schwer, Bomber Crew 1, bevor das ein bisschen gebalanced wurde, aber übel. Übel, übel. Cool. Trotzdem. Geil. Bin gespannt. Also ich hätte gedacht, dass wir vorletzte Mission abstürzen. Diese eine schwere, also die erste Mission heute. Aber ging ja gut. Nächste Folge wird übel. Ich glaube, da wird unsere erste Crew hops gehen. Mal gucken, ob es Überlebende dann gibt. Aber ich muss mich, wie gesagt, früh entscheiden, nur zu landen. Das ist wichtig. So. Okay, weiter. Guck mal, ist alles schon... Aluminiumrot. Motoren, gepanzert Motor. Überleben... Ja, gepanzerte Motor. Guck mal, da laufen sie immer rum. Das ist so süß, wie sie da rumlaufen. Flugzeug. So, dann geben wir uns mal die Punkte. Das waren jetzt wieder zwei Missionen. Ich darf mir das nicht... ich darf das halt nicht vergessen. So. So, erste Folge, zweite Folge, dritte Folge quasi. Yeah, guck mal. Hoffentlich haben wir auch genug Platz dafür. Nicht, dass der bis zum Schluss überlebt. Dann müssen wir die Punkte upgraden quasi. So, wir haben 2000 Punkte übrig. Heckgeschützturm ist eigentlich auch ein wichtiges Teil. Systeme. Leider, 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 leider. Das ginge. Sauerstoff, Treibstoff. Treibstoff! Sehr schön. Das ist gut. Das ist auch gepanzert, oder? Ein bisschen besser, aber das ist gut. Das ist gut. Motorenlackierung. Crewausrüstung. So, wir haben noch 1000 Punkte frei. 1000 Punkte. So, wir müssen dafür erstmal dem, unserem Typen auf jeden Fall
10. Wir haben noch nichts. Mittelschwer. Landüberlebensweste. 5 plus 20. Es wäre schon was, wenn wir allen diese Überlebensweste geben. Aber wenn wir unseren Schützen mal Kopfverdeckung geben, die etwas MMK2. 200. Plus 5. MMK2. Der Tadel bleibt bei... Guck mal, jetzt haben wir das Barett. Das Barett kriegt jetzt mal... Ach, schade, jetzt sind wir schon pleite. Ja, so viel dazu. Haben wir denn schon Schuhe? Handschuhe, Fingerlose. Hier, da sind die Fingerlosen. Genau, cool. Und die Turnschuhe. Yeah. Der Mechaniker sieht aber am lustigsten aus, ja. Ja, ich habe halt... Ich bräuchte eigentlich Lederstiefel, weil ich ein cooler Pilot bin. Ja, aber wir sitzen sowieso nur... Verstärkte Handschuhe, aber dafür haben wir kein Geld mehr. Guck mal, so pleite sind wir. Na gut, Leute, das war eine weitere Folge Bomber Crew. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein.